Stuggi TV. Deine Stadt, dein Sender. Ganze 60 Stunden stand man als Stuttgarter Autofahrer im letzten Jahr im Stau. Also wenn ich das schon so höre, dann überlege ich es mir doch lieber zweimal, ob ich mich ins Auto setze und durch den ganzen Stau quäle oder lieber stressfrei die Bahn nehmen. Wie sehr seid ihr von dem Stauproblem in Stuttgart genervt? Einerseits sind die Parkhäuser total überteuert und zentrale Parkplätze gibt es eigentlich nicht gerade für einen Spottpreis irgendwo. Und schon allein ja durch die Staus gebe ich mir das gar nicht, da eine halbe Stunde von Fellbach reinzufahren, da bin ich mit der Bahn viel schneller. Ja, ich bin Student und kann mir kein Auto leisten, sag mal das so rum. Deshalb, also ein Auto ist halt einfach zu teuer und gut. Nach Stuttgart reinzufahren hat wenig Sinn, wenn ich nicht hier wohne. Also Parkplätze und sowas, bin ich mit der Bahn einfach günstiger dran. Das ist katastrophal gerade. Viel zu viel wird gerade gebaut. Deshalb gibt es auch überall viel Stau, würde ich sagen. Also mit der Bahn ist es geregelter und entspannter, weil man kann sich einfach hinsetzen und wird gefahren. Und meistens auch pünktlich. Wenn ich shoppen gehen möchte oder so, dann nehme ich das Auto. Und dann wird es auch ziemlich kritisch mit dem Parken. Und deswegen wird es immer selten, dass ich das Auto nehme. Also ich werde mich bei Car2Go anmelden, von Mercedes da die Sache. Und dann reicht das, wenn man mal Getränke holen will oder so.